So, jetzt sind wir on air. Ich grüße Sie an dieser Stelle zum Live-Trading TV hier auf dem JFD Desktop, 27. September. Wir schreiben 16:40 und Euro-US-Dollar geht hier in Richtung neuer Tiefs und interessanterweise der DAX auch relativ gesehen ähnlich schwach. Wir haben hier Daten aus den USA bekommen und ja, die Reaktionen sind relativ eindeutig, aber interessant ist, dass der DAX hier an einem Punkt ist, der bereit zum Abflug einlädt, mehr oder weniger. Jetzt geht eben die Frage darum, geht es nach oben oder unten? Dazu haben wir heute Mittag eine Analyse bereits in den Markt gegeben, die hier drauf ja, abzielte, hier den Bereich um 10.300, 10.350 Punkte. Eben hier diese Linie, das schauen wir uns gleich mal im Live-Chart an, ein Stück weit genauer unter die Lupe zu nehmen. Eben mal direkt jetzt mal hier in den aktuellen Chart dazu. Wir haben hier die Situation, dass wir den EMA 100, der relativ gesehen jetzt ja, gerade aus trading-technischen Gesichtspunkten für viele vielleicht eine Rolle spielt, aber letztlich für den Preis selber überhaupt nicht. Letztlich aber hier auch damals, in Anführungszeichen, am 16.09. von diesem Level abgeprallt. Aktuell ähnliche Situation. Zudem hier diese untere Trendkanallinie auch mehrfach stützend. Sie sehen es hier in diesen grünen Pfeilen. Der Markt also hier immer wieder gedreht nach oben. Und tendenziell eben hier die Ausgangsbasis, dass der Index jetzt von diesem Level ausgehend, wenn denn diese Trendlinie verteidigt wird, hier durchaus nach oben ziehen könnte. Und da spricht man durchaus von einigen 100 Punkten. Erste Ziellevel wäre eben hier 10,5. Es könnte aber auch durchaus weiter Richtung 10,6 gehen. Allerdings natürlich auch hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals die Struktur durchaus einladend wirkt, gewisse Erholungen zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Und jetzt zeige ich Ihnen mal noch den Seasonal Indikator dazu. So, jetzt muss ich kurz den MetaTrader schließen. Gleich haben wir es. Der stützt nämlich im Prinzip die These. Da haben wir den Seasonal Indikator. Dass es nach einem leichten Hin und Her, ja, Sie wissen es, zum Ende des Jahres rein technisch, rein tendenziell eher bullisch wird. Rein saisonal haben wir es hier mit steigenden Preisen zu tun. Insofern, wenn es nochmal Rücksetzer leichter Natur gibt, könnte es interessant sein, sich hier zu positionieren. Und gerade unter der charttechnischen Maxime, die wir jetzt eben hier sehen, ist die Situation die, dass der Index ja vom aktuellen Level ausgehend auf jeden Fall Erholungspotenzial hat. Wenn es denn hier um 10,5 brenzlig wirkt, beispielsweise eine Intraday-Umkehrkerze oder dergleichen, könnte man dann auch wieder auf den Zug gen Süden springen, um dann praktisch in den Oktober hinein, praktisch mit diesen Saisonals gepaart, hier auf dann eine ansteigende Tendenz zu spekulieren. Sieht zumindest mal sehr, sehr interessant aus. Wochentagstechnisch heute, ja, absolut grottig in Anführungszeichen. Ein sehr, sehr schwacher Wochentag. Das wird heute vollends bestätigt. Hier allerdings der Montag grundsätzlich bullisch. Das ging auch schief. Morgen haben wir so einen kleinen Ausgleichstag. Man darf gespannt sein, ob die Erholung sich eben fortsetzt. Charttechnisch lässt sich es aber recht gut einfangen. Und dazu gehen wir jetzt direkt mal in den Stundenchart, um die Situation noch näher noch detaillierter zu betrachten. Also hier der DAX in der 24-Stunden-Indikation, der verzieht natürlich Indikatoren. Grundsätzlich kann man sagen, sind Indikatoren auf 24-Stunden-Basis nicht zu gebrauchen, da eben in der Nacht rein indikative Preise anhand der US-asiatischen Futures gestellt werden. Dennoch haben wir hier einen Preisverlauf, der uns sozusagen einen Eindruck vermittelt, was denn im asiatischen Handel abging, nämlich hier eine sukzessive Bewegung gen Süden, die sich dann heute Morgen im Xetra DAX hier dann natürlich mit dem Gap Down sozusagen darstellte. Und das können wir hier auch relativ schnell transportieren. Hier Handelsplatz JFD Brokers, die 24-Stunden-Indikation. Und wenn wir hier drauf gehen und dann praktisch den Xetra DAX wählen, dann haben wir hier praktisch das Gap. Ja, also praktisch hier gespickt immer von 9 Uhr bis 17:30 Uhr, der DAX entsprechend. Und natürlich gibt es dann über die Nacht, Schrägstrich US-Session, immer wieder eine Handelspause, die dann, wenn die Preise sich in dieser Pause an den anderen Märkten sehr stark bewegen, natürlich dann dazu führen, dass es immer wieder zu Gap Downs oder Up Gaps kommt. Und das ist eben der heutige Xetra-Verlauf. Und auch hier im Stundenchart interessant zu sehen, dass wir auch hier leichte positive Divergenzen haben beim RSI-Oszillator. Gleich solche Divergenzen haben wir auch hier im Moment 24-Stunden DAX bei uns, bei JFD Brokers. Hier sogar noch ein Stück weit deutlicher die Divergenzen. Und das ist eine Situation, die hier spekulativ durchaus darauf
abzielt, dass der DAX hier kurzfristig eine Erholung sehen könnte in dem Bereich 10.450, 10.500. Spannende Zone. Wenn wir hier auch die Fibo-Levels auflegen, vom letzten Reaktionshoch knapp über 10,7 bis zum heutigen Tief, dann haben wir hier praktisch die Fibo-Levels und das 38er-Level hier bei 10,4. Ja, 30 rund ist das erste Ziel, dann haben wir das 50er Level sogar dann nah im Nahbereich von 10,5 und das wäre eine mögliche Chance, hier spekulativ auf eine ja, Gegenbewegung, auf einen Abflug sozusagen zu zielen. Wo sollte man sich hier entsprechend absichern? Wie gesagt, keine Handelsempfehlung, sondern reine Information. Wenn man es tun sollte, würde beispielsweise hier noch vor dem Xetra-Schluss, der knapp in 45 Minuten stattfindet, DAX kommt noch ein Stück weit zurück, da wäre das Risiko hier in jedem Falle, ja, bei, ich will es mal so sagen, unterhalb des September-Tiefs hier zu setzen. Ja, was wir hier gesehen haben, Mitte September. Also darunter sollte der Index nicht fallen. Wir können auch gerne mal eine Horizontallinie hier einziehen. Moment. So. Diesen Bereich, okay. Und das wäre praktisch eine Unterstützungszone, die nicht gerissen werden sollte. Und wenn wir hier mal ein Risiko avancieren vom aktuellen Level aus, wären praktisch hier knapp 0,8, 0,9%. Und von hier ausgehend theoretisch eine Chance nach oben projiziert. Ja, da gehen wir hier bei 10,5. Wenn wir das denn ansetzen, so ja, knapp in Richtung 1,75, 2%. Das CAV hier nicht ganz 2:1, aber wir gehen hier auf Werte von über 1,5. Das ist akzeptabel. Wenn es bis zum 61er-Level gehen würde, hätte man dann hier sogar eine Chance, die auf jeden Fall das Chance-Risiko-Verhältnis über 2 favorisieren lässt. Das ist natürlich eine sehr, sehr anständige Erholung im derzeitigen Risk-Off-Modus, den die Märkte ja fahren. Vielleicht schwer vorstellbar, aber letztlich ist ja alles Spekulation und wenn wir hier die Niveaus knapp um 10,3 halten können, ja, kleine Stundenspikes natürlich immer wieder ausgeschlossen, aber wenn wir hier auch signifikant die Tiefs von Mitte September nicht unterschreiten, dann wäre hier spekulativ durchaus die Möglichkeit gegeben, dass der Index hier mehr oder weniger im asiatischen Handel dann hier ein Stück weit rumeiert, um dann morgen ja, eine Überraschung nach oben zu liefern. Das könnte durchaus passieren, wäre jetzt mal spekulativ der Ansatz auch bezogen auf die Analyse von heute. Es wird natürlich brenzlig, wenn wir hier gerade auf Tagesbasis unter das September-Tief zurückfallen, unter den EMA 100, so gesagt, unter diese Trendlinie. Das wäre definitiv keine gute Voraussetzung, aber für den Fall, dass es eben nicht dazu kommt, hat der DAX zumindest erstmal technisches Erholungspotenzial, was man dann wiederum durchaus für einen möglichen Short nutzen könnte. Ja, wenn man es denn will, wenn man denn auch hier die Zeichen entsprechend interpretiert, dass der Markt dann wohl noch nicht fertig ist mit seiner Korrektur, die eben unlängst sehr, sehr scharf war. Wie gesagt, gehen wir unter das September-Tief, dann hat man die Situation, dass es direkt weitergehen kann und dann hatte ich auch dazu in der Analyse geschrieben, ist die Runde 10.000, 100, 10.000 glatt auf jeden Fall dann das nächste Ziel, wäre aber meines Erachtens aktuell nur Plan B. Insofern, liebe Zuschauer, wären wir schon wieder durch für das heutige Jeffy Live Trading TV zum DAX. Morgen kommt dann der Bernd Senkowski auch wieder. Sie dürfen sich freuen, hier mit diversen Beiträgen, diversen Analysen. Und wir werden hier Step by Step, Hand in Hand, immer wieder den einen oder anderen Beitrag liefern. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Schauen Sie hier immer wieder vorbei auf dem Desktop. Folgen Sie uns. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen schönen Feierabend und eine gute Zeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.